durch Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Barnaby Nail Coffin. Das Bestattungsunternehmer-Syndikat ist enttäuscht von Ihnen. Unser Berufsstand hat in letzter Zeit Geld wie Heu machen können. Und zwar im ganzen Wilden Westen. Immer wenn ein wild gewordener Pistoliero erschossen wird, klingeln die Kassen. Aber es gibt eine Stadt, in der anscheinend niemand mehr ins Gras beißen will. Ja. Das ist Coffin Gulch, Barnaby. Ihre Heimatstadt. Ein halbes Jahr lang gab es hier keine Beerdigung. Und das Syndikat zeigt sich darüber ziemlich besorgt. Wir wollen wissen, weshalb in Coffin Gulch keiner mehr den Löffel weglegt. Das kommt alles bloß durch Lucky Luke. Lucky Luke? Ja, ursprünglich hatte man ihn nur angeheuert, um beim Viehtrieb auszuhelfen. Nur wenn dieser Mann sich irgendwo festsetzt, hat Freund Hein keine Chance mehr, Sie verstehen? Klingt, als wäre dieser Lucky Luke ein echtes Problem. Aber ich kenne einen Mann, der das regeln kann. Darf ich vorstellen, Mortimer Deadflower. Er hat bei fast allen Beerdigungsinstituten gearbeitet. Seine Leichen waren immer die schönsten. Das stimmt, es gab nie Reklamationen. Oskar, ich bitte dich, guck nicht so fröhlich drein. Oh, alter Spielverderber. Erzählen Sie mir von Coffin Gulch. Gibt's da keine Feindseligkeiten? Nicht mal hin und wieder eine Schlägerei? Sicher, die gibt es. Nur leider verträgt man sich bald wieder. Hm. Und wegen diesem Lucky Luke liegt Ihr Geschäft in der Agonie. Seit dieser Mann in der Stadt ist, habe ich nichts mehr verkauft. Keinen einzigen Sack. Dabei macht mir der Beruf doch solchen Spaß. Keine Sorge, Barnaby. Wir hauchen dem kränkelnden Gewerbe wieder Leben ein. Hallo. Oh, schön, dich zu sehen. Ist ja wirklich abstoßend, wie lustig hier alle sind. Ja, ich weiß. Aber in diesem Café lässt es sich nun mal gut leben. Wir werden bald mitkriegen, dass es sich hier auch sehr gut stirbt. Wo kommt der kalte Luftzug her? Ob Oma, Opa, junge Mädchen, McBeam sorgt für ein sauberes Städtchen. Na, ist das ein Wahlkampfslogan, hä? Den muss ich jetzt bloß noch unter die Leute bringen. Hört ihr, Leute? Nächsten Sonntag findet hier mal wieder die Wahl zum Sheriff statt. Es steht praktisch fest, dass Bobby gewählt wird. Er ist nämlich der einzige Kandidat. Oma, Opa, junge Mädchen, McBeam sorgt für ein sauberes Städtchen. Nur ein Mann? Gott, wie langweilig. Ein Wahlkampf mit zwei Kandidaten wäre tödlich. So lustig, wenn man ihnen flüstern würde, dass auch sie sterben werden. Och, hier hat's niemand besonders eilig zu gehen. Ob sie es eilig haben oder nicht, danach wird nicht gefragt. Irgendwann sind wir alle dran. Auch Sie, Fremder. Mortimer Deadflower. Darf ich bekannt machen? Lucky Luke. Luke, das ist mein Kollege Mortimer Deadflower. Er ist besuchsweise hier, um mir zu helfen. Das lahmende Geschäft ein wenig anzukurbeln. Und jetzt wollen wir was trinken, Barnaby. Leo, du wartest draußen. Ich sitze viel lieber hier oben in der frischen Luft. In Saloon ist mir immer viel zu viel Gedränge. Das ist ja zu eng, meinst du. Ja, was glaubst du, wie eng es in einer Holzkiste 2 Meter unter der Erde ist? Ein Saloon ist nicht der schlechteste Ort, um auf Kundenfang zu gehen. Bild
ich mir das nur ein? Oder ist es hier plötzlich kalt geworden? Na, Barnaby, ein Bierchen für dich und deinen Freund. Nein, wir wollen Tee. Wir haben noch zu arbeiten. Hm. Schön wär's. Jetzt mach dich auf was gefasst. 3 Einsen, wie du siehst. Entschuldige, aber das reicht mir nicht. Full House. Aber hallo. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, du mogelst, Bill. Noch 2-mal von einem gebratenen Rippchen geht auf meine Rechnung. Rippchen, komm sofort. Das sind Beefcoat und John Footmouth, die mit dem meisten Vieh in der Gegend. Hier ist der Tee, die Herren. Sie scheinen sich dabei ja nicht tot zu arbeiten. Da wir vom Tod sprechen, wie soll das Geschäft denn angeheizt werden? Indem ich auf Kundenfang gehe. Ein Kinderspiel, wie Sie gleich mitbekommen werden. Was? Wer hat mein Bier ausgesoffen? Der war's. Wie kann ich... Das hättest du bleiben lassen sollen, Jerry. Wo der Revolver knallt, wird keiner alt. Wozu Pistolenrauch? Ein Faustschlag tut's auch. So macht er das immer, wenn es losgeht. Das ist ja ekelhaft. Sie sorgen, wie ich sehe, für Recht und Ordnung im Saloon. Dass es möglichst friedlich bleibt, würde ich sagen. Ah, der Frieden, welch liebliches Wort. Wieso sehe ich an Ihrer Brust eigentlich keinen Sheriffstern? Weil ich nicht der Sheriff bin. Das wäre aber nicht schlecht, finden Sie nicht? Der Mann hat recht, Luke. Warum kandidieren Sie nicht? Das stimmt. Bobby hat langsam fett angesessen. Oma, Opa, junge Mädchen. McBean sorgt für ein sauberes Städtchen. Wir müssen weiter, Barnaby. Hier gibt's bald reichlich zu tun. Den berühmten Cowboy zum Sheriff zu haben, das wäre doch was für ihr Städtchen, oder nicht? Warum sagt er sowas? Er liebt üble Scherze. Ist das nicht eine tolle Neuigkeit, dass Lucky Luke sich für den Posten des Sheriffs bewirbt? Hast du das mitgekriegt, Lucky Luke? Und Propaganda ist immer eine prima Reklame. Aber nichts geht über eine gute Plakataktion. Will also wirklich Sheriff werden. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die Stadt. Und mir erzählen Sie, Sie wären ein armer, einsamer Cowboy. Sie meinten, nach dem Viehtrieb ziehen Sie gleich wieder ab. Alles war gelogen. Hören Sie, ich habe mit den Plakaten absolut nichts zu tun. Hören Sie auf. Glauben Sie bloß nicht, dass ich mir das noch länger anhöre. Sagst du den Männern einfach? Haben Sie das eben gehört? Der Mann sagt, Ihr Gesicht sieht aus wie der Hintern von einer Kuh. Aha, mein Gesicht sieht also aus wie der Hintern von einer Kuh? Wenn du es sagst, Tank. Aber Jungs, ihr wisst doch, wo der Revolver knallt, dann... Das wär's noch, dass Sie sich einmischen. Hier sorge ich für Ordnung und so wird es auch bleiben. Sie haben da was in den falschen Hals gekriegt, Bobby. Sie sollen bloß denken, ich käme mit meinem Job nicht klar. Und wenn Sie noch weiter Unruhe stiften, nehme ich Sie fest wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen. Da wird hier gelabert und inzwischen erschießen Sie sich. Da sehen Sie's. Ich bin die Arbeit schon nicht mehr gewohnt. Jetzt bloß nicht nachlassen. Das Geschäft ist kurz davor anzuziehen. Ich spüre es in sämtlichen Knochen. Ärgerlich, nicht wahr? Diesmal brauchen die Sie noch nicht. Was für ein Jammer und wie schade für Sie. Ich hätte Mengenrabatt gewährt. Na, wenn schon, die Zeit arbeitet für mich. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ah!
alles, Paletti. In ein paar Stunden ist der Spuk vorbei. Ich höre, haben Sie Ihren nächsten Job auch schon so gut wie sicher? Sie kandidieren für den Posten des Sheriffs, stimmt's? Was? Das glauben Sie doch nicht etwa. Aber klar doch, die Gerüchteküche brummt ja nur so. Wie kommt der Mann darauf, dass da was brummen soll? Zielen, Barnaby, zielen! Tu ich ja, aber dieses Rindvieh macht seinem Namen alle Ehre. Das haben wir gleich. So einfach war das. Wir haben die Kuh geklaut und ihr ein falsches Brandzeichen verpasst. Und jetzt warten wir darauf, dass der Krieg zwischen den Viehzüchtern ausbricht. Ein Krieg, meinen Sie? Aber da könnte jemand zu Schaden kommen. Na, hoffen wir's. Sheriff McBean, Bill Beefcoat hat mir eins meiner Rinder gestohlen. Aber John, Bill hat genug eigene. Weshalb sollte er dir eine Kuh stehlen? Weil er ein gehängter Hund ist und ein Dieb. Guck's dir an. Nein, ich mische mich nicht ein. Der Lump macht einfach sein Brandzeichen über meins. Ich halte mich da raus. Na gut, ich riskiere einen Blick, aber das ist es dann auch. Dolly, wir reiten aus. Hast du mich gerade genannt, was ich glaub, was du mich genannt hast? Ich hab dich einen miesen kleinen Viehdieb genannt, Beefcoat. Kein Grund, ausfällig zu werden, hört ihr? Und ich sag dir, was du bist. Du bist ein erbärmlicher Vegetarier. Oh. Niemand nennt mich ungestraft Vegetarier. Dass du es gesagt hast, bereust du. Ja, was wird denn nun? Da braut sich was zusammen, Jolly. Die Geier fliegen sehr tief. Dein Boss ist ein Falschspieler. Und deiner ist ein Gemüsefresser! Footmouth Gang! Zeigt dem Banditen, wo der Hammer hängt! Beefcoat Gang! Wir schmeißen dieses halb verrottete Gemüse auf den Mist! Hört sofort auf zu schießen! Das ist ein Befehl! Mit dem Befehl, das war gar nichts. Gut zureden wäre besser gewesen. Ich fange an, diese kleine Stadt zu mögen. Sie meinen, es läuft alles so, wie Sie sich's vorgestellt haben? Natürlich, Barnaby. Als nächstes starten wir die Werbeaktion. Schieben Sie's nicht bis zum letzten Moment vor sich her. Kaufen Sie Ihren Sarg jetzt und bezahlen Sie ihn später. Das Geschäft scheint sich zu beleben. Jetzt kaufen, morgen könnte es zu spät sein. Es war nicht meine Idee. Mortimer wollte, dass ich die vielen neuen Särge mache. Und ich wette, er hat auch schon eine Idee, was die Belegung betrifft. Ein bisschen hinderlich wird's sein. Kommen Sie Probe liegen, Luke. Nein, ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Beehren Sie uns nur bald wieder. Ade. Die sollen aufhören, sonst sind wir am Ende alle tot. Tut mir leid, Bobby ist der Sheriff. Sofort aufhören im Namen des Gesetzes! Wir versprechen auch, Sie zu wählen, aber jetzt unternehmen Sie was! Ich kandidiere nicht. Was uns da alles verloren geht. Wer konnte ahnen, dass sie so miese Schützen sind? Ich würde sagen, nun reicht es.
Es gibt keine Schießereien und dummen Gerüchte mehr. Ich bin am Ende meiner Geduld. Hab ich mich klar ausgedrückt? Und denk dran, ob Oma, Opa, junge Mädchen. Ach, was hört ja doch keiner hin. Bobby, ich verlange, dass du Futmars Leute festnimmst. Die haben meine Angestellten überfallen. Das ist eine Lüge. Wenn du jemand einsperrst, dann sind es natürlich Beefcoats-Männer. Die haben nämlich das Feuer eröffnet, verstehst du? Bobby, wenn du das nicht in die Hand nimmst, werde ich es tun. So einfach ist das mit dem Einsperren nicht. Ich muss erst Ermittlungen anstellen, dass ich weiß, wer angefangen hat. Es waren seine Leute. Jetzt hört mal, ihr zwei Kampfhähne, wenn ihr nicht sofort... Ich bin hier verantwortlich für alles. Ende des Monats werde ich ein paar Zeugen befragen. Vergiss es, Bobby. Bis dahin bin ich nämlich Sheriff und werde mit dem kurzen Prozess machen. Daraus wird nichts werden, weil ich auch kandidiere. Und so wie ich gewählt bin, schmeiß ich dich mit einem Lumpenpack ins Gefängnis. Nein! Mir ist bei der Sache gar nicht wohl. Dank uns werden sich zumindest die beiden bald auf ewig wohlfühlen. Ich weiß, was du denkst. Und ich weiß, dass du weißt, was ich denke. Und wir werden beide nicht zulassen, dass Mortimer Deadflower die Stadt in einen einzigen Friedhof verwandelt. Ihr habt mich verstanden, Männer? Den Banditen gegenüber gibt's kein Pardon! Aber zu den Wählerinnen und Wählern sind wir ausgesprochen nett! Kein Mitleid mit Beefcoats Männern, aber den Bewohnern der Stadt schenkt ihr ein Lächeln. Lasst es mich sehen. Boss, haben wir denn auch ein Programm? Ein was? Ich hab's woanders gesehen. Es sind so Zettel, die der Kandidat verteilt und wo was draufsteht. Was du nicht sagst. Da habe ich aber was Besseres als Papier. Wer Footmouth vom Sheriff wählt, wird sein Programm der Güteklasse A bekommen. Er verteilt Rouladenfleisch, dann werden wir ihn schlagen mit unserem Schmorrippenprogramm. Hebt eure Stimme, Beefcoat! Er hat das härteste Programm der Stadt, das euch auf der Zunge zergehen wird! Du hast nicht zufällig zum Rouladenprogramm ein Kartoffelprogramm? Beefcoat wird Sheriff! Wählt Footmouth! Ich werde keinen Cent mehr verdienen, wenn die Kandidaten Fleisch verschenken! Satteln Sie auf Vögel um. Genug Geier sind doch da. Kann ich behilflich sein, Madam? Sie wollen doch Beefcoat wählen. Nein, nein, Ihr Mann ist Footmouth. Sie gestatten? Ich hab Sie zuerst gesehen. Hey, was erlauben Sie sich? Lassen Sie mich los! Wären Sie so freundlich mir zu... Was ist bloß mit dieser Stadt los? Gleich von drei Kerlen hintereinander wird man belästigt. Und hier nochmal unser wöchentliches Angebot. 10% auf alle Särge und ein Gratiskranz obendrauf. Und der Mengenrabatt ist zum Sterben schön. Hat Deadflower Sie dazu überredet? Ob er, naja, er sagte, Lucky Luke, Vorsicht! Barnaby, Sie haben zwar einen Kunden verloren, aber einen Freund gewonnen. Nein, Barnaby, Liebe. Sie müssen unbedingt ausspannen. Sie arbeiten einfach zu viel. Badge und Footmouth! Beefcoat ist euer Mann! Nicht umfallen, wo das Geschäft anfängt zu boomen. Hier, Luke. Nehmen Sie meinen Stern. Nur Sie können diesem Irrsinn hier ein Ende bereiten. Ich gehe in den wohlverdienten Ruhestand. Was soll das, Bobby? Behalten Sie Ihren Stern. Ich wollte ihn nie haben. Alle haben's behauptet. Was glauben Sie, woher das Gerücht stammt? Der Leichenbestatter. Yep. Ich denke, dass wir seinem üblen Spiel ein Ende bereiten. Sache ein für alle Mal regeln, John. Ja, das werden wir, Bill. Wenn ich und meine Jungs mit euch fertig sind, habt ihr eure ewige Ruhe. Das wäre unsere mit Kalbsfell bespannte Ausführung Wilder Westen. Wo der Revolver knallt, wird keiner alt.
Der Typ hat ein Talent dafür, einem die Kundschaft zu vergraulen. Hey, Luke! Sie wissen doch, ich bin der Einzige hier, der dem Gesetz Gehör verschafft. Sie haben doch alles versucht und es nicht geschafft. Überlassen Sie das mal einem Profi. Zwingen Sie mich nicht, Sie zu verhaften! Niemand sagt Lucky Luke, was er tun soll. Hey, wie könnt ihr mitten in unser Duell platzen? Den Revolver lassen wir schön stecken! Oh, das wird die Beerdigung des Jahres, Barnaby. Eine beneidenswerte Leiche. Oh nein! Nicht der Einzige, der mir je die Hand reichen wollte. Der einzige Mann, der mich jemals Freund genannt hat und nun von uns gegangen. Für immer. Und alles ist meine Schuld. Stimmt doch gar nicht. Der da ist schuld. Deadflower steckt hinter allem. Er hat hier Unfrieden gesät. Er hat auch das Rind gestohlen, jawohl. Na, na, Barnaby, jetzt wollen wir mal nicht sentimental werden. Mein einziger Freund, Deadflower, hat ihn mir geraubt. Barnaby, Sie heulen mir ja das ganze Hemd nass. Der Kerl lebt aber nicht mehr lange. Na, wie war ich? Besorgt für den Schweinehund Teer und Feder! Ich hab immer gewusst, dass du kein Viehdieb bist, Bill. Und ich hab dich nie für ein Vegetarier gehalten. Wie wär's mit dem Schnacksprogramm, wenn das hier vorbei ist? Aber mit Vergnügen. Lebendig kriegt ihr mich nicht. Komm raus aus der Kiste! Ihr könnt mich herausholen. Versucht es. Das ist unser Hochsicherheitsmodell. Innenverriegelung mit zwei Querriegeln. Oh, ich weiß, was wir mit ihm machen. Hi-ya! Und von den Galgenvögeln will ich auch keinen mehr in der Stadt sehen. Ausgenommen Oscar. Das feiern wir mit einer Grillfete! Kommt alle mit! Wo ist Lucky Luke? Es sind immer die Besten, die zuerst gehen. I'm a full lonesome cowboy.